Hallo, mit dieser neuen Videoserie will ich jetzt das Thema Python-Programmierung starten. Und zwar, ich will das so starten, dass wir bei null, alle bei null Kenntnisse anfangen und wir entwickeln uns dann zu, sagen wir mal, fortgeschrittene Python-Programmierung. Natürlich müsst ihr auch so sehen, dass diese Videoserie ist nur ein Teil von ihrer Python-Entwicklung. Der andere Teil ist, dass sie dann ständig das praktizieren, was die Videos zeigen. Und ja, ich rate jeden von Ihnen so, dass sie mit kleinen Python-Projekten anfangen, so kleine mikroskopische Projekte, und dann sich dann immer zu größeren Projekten entwickeln. Denn Programmierung ist so wie Sport. Man muss es, sagen wir mal, nicht täglich, aber man muss es regelmäßig machen. Und das andere ist, man muss sich immer Probleme stellen, die man dann mit der Programmierung löst. Weil nur so die Videos anzugucken, heißt nicht, dass man dann Programmierer wird. Und man sieht auch dann, dass je größer die Projekte sind, die man dann angreift, desto mehr muss man vorher planen, bevor man dann letztendlich den Code schreibt. Jetzt komme ich zur Python selbst. Und zwar die erste Frage ist, was ist eigentlich Python? Python ist eine allgemeine Programmiersprache. Ich mache mal hier ein bisschen Platz, dass man schreiben kann. Also Python ist eine allgemeine Programmiersprache. Die wurde Ende der 80er erstellt von Guido von Rossum. Und mit Python könnte man folgendes, also unter anderem folgendes erstellen. Also zum Beispiel, man kann Web-Applikationen erstellen, man kann mit Datenbanken kommunizieren, man kann Simulationen und Kalkulationen machen, ja, Kalkulationen und Simulationen. Ja. Man kann auch Desktop-Programme erstellen. Desktop-Programme erstellen. Also man sieht, es ist sehr vielfältig. Man kann auch unter anderem zum Beispiel Datenanalyseprogramm erstellen. Man kann auch quasi Embedded-Applikationen mit Raspberry Pi erstellen. Ja, also Python ist sehr, sehr vielfältig und je nach Interessen oder je nach Bedarf kann man Python also fast überall anwenden. Python ist auch portabel, das heißt, ich schreibe es mal gerade hier. Python ist auch portabel. Ja, Python ist portabel, das heißt, derselbe Code, den ich zum Beispiel auf meinen Windows-Rechner erstelle, er funktioniert auch auf einem Mac oder auf einem Linux-Rechner oder was immer. Python ist auch eine interpretierte Sprache. Was das heißt, ist folgendes. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Also wenn ich jetzt hier einen Computer habe, das ist jetzt meine Hardware hier unten. Okay. Das ist meine Hardware. Ich schreibe es mal nur HW. Und hier ist jetzt zum Beispiel ein Programm. Das habe ich in der Sprache C erstellt. Und hier ist ein zweites Programm, das habe ich jetzt zum Beispiel mit Python erstellt. Das C-Programm wird, sagt man, kompiliert durch einen Compiler. Kompiliert durch einen Compiler. Und letztendlich hat man dann so ein Programm da, eine Exe, wenn man will. Und diese Exe läuft direkt auf der Hardware. Okay, die läuft direkt auf der Hardware. Deswegen sind C-Programme eigentlich sehr, sehr schnell. Ich glaube, ich mache es mal ein bisschen eine bessere Zeichnung, weil die gefällt mir gar nicht. So, ich habe mal jetzt eine bessere Zeichnung. Das heißt, wenn ich jetzt ein C-Programm habe, dieses C-Programm
wird kompiliert durch einen Compiler. Und das heißt, den Code habe ich in C geschrieben, dann durch den Compiler geht das dann durch. Und dann habe ich so, da ist so ein Code, der Maschinencode ist dann da. Und dieser Maschinencode läuft direkt auf dem Computer, auf der Hardware. Deswegen sind C-Programme relativ schnell, weil die direkt mit der Hardware kommunizieren. Bei Python ist es ein bisschen anders. Man hat hier keinen Compiler. Den Code, den man schreibt, geht über so einen Interpreter, heißt das auf Englisch, so eine virtuelle Maschine, wenn man will. Und diese virtuelle Maschine übersetzt den Python-Code live zum Maschinencode für die Hardware. Das heißt, ich schreibe einfach ein Python-Programm und kann es gleich laufen lassen über diesen Interpreter oder virtuelle Maschine und schon läuft das Programm. Während bei C, jedes Mal, wenn ich bei C eine Änderung mache, muss ich das ganze Programm nochmal compile und dann habe ich diesen Maschinencode und dann läuft das auf dem Computer. Das heißt, bei solchen Programmen wie C oder Java zum Beispiel, die müssen kompiliert werden oder compiled in Englisch und dann, wenn die compiled sind, laufen die relativ schnell über, nicht Java, zum Beispiel C++, C++ sind so typische Go von Google zum Beispiel, ist auch wieder eine Sprache, die werden compiled und die laufen dann die kommunizieren dann direkt mit der Hardware. Diese Programme sind bei der Erstellung, dauert das länger, weil man muss jede kleine Änderung muss man compile, aber sobald das compiled ist, ist dann dieser Maschinencode relativ schnell, weil es läuft direkt auf der Hardware. Bei Python ist es andersrum, Python-Programme lassen sich sehr schnell laufen, also das heißt, ich schreibe meinen Code, zack, kann das starten, das Programm läuft, ich muss kein Compiling machen, ich brauche keinen Compiler. Allerdings durch diese Schicht da, diese Interpreter, natürlich ist das Programm langsamer als ein C-Programm, weil mein Python-Programm kommuniziert nicht direkt mit der Hardware, sondern nur über diesen Interpreter. Und je nach Plattform ist der Interpreter dann anders. Also der Code hier ist derselbe, aber der Interpreter ist dann anders. Deswegen könnte ich denselben Python-Code auf eine beliebige Hardware laufen lassen, solange diese Hardware einen entsprechenden Interpreter hat. Das heißt, ich habe jetzt den Python-Code auf ein Windows-Hardware geschrieben, ich bin hier auf dem Windows-Rechner zum Beispiel, schreibe meinen Python-Code und der Interpreter ist dann auf das Windows-System angepasst, deswegen läuft mein Python-Code. Gehe ich auf ein, zum Beispiel Macintosh, dann ist dort ein anderer Interpreter, aber derselbe Code läuft dann über diesen Interpreter zur Hardware. Ja, macht das Python-Programm, wir sind nicht so schnell wie ein C-Programm, allerdings viel leichter, viel schneller zum Laufen lassen und auch dementsprechend auch portabler. Ja, natürlich C-Programme sind auch portabel, aber man muss sie dementsprechend in dem Code selber auffassen, dass man eine portable Anwendung hat. Bei Python muss man das nicht, weil der Interpreter ist in dem Fall sichern die Portabilität. Natürlich, es gibt da gewisse Ausnahmen, aber die werden wir jetzt in dieser Serie nicht anfassen. Okay, das ist jetzt mal der Unterschied zwischen interpretierte Sprache und kompilierte Sprachen. Ich schreibe mal hier bei kompilierte Sprachen nochmal, hier hat man zum Beispiel C++, wer nochmal compiled Sprache, Go, eine neue Sprache von Google, die werden alle compiled und dann laufen die direkt auf der Hardware. Interpretierte Sprachen sind zum Beispiel Python, dann gibt es zum Beispiel PHP für Webseitenentwicklung, dann gibt es JavaScript zum Beispiel auch, ja, das sind so typische interpretierte Sprachen, die sind sehr plattformunabhängig, allerdings laufen die nicht direkt auf der Hardware. Okay, dann die neueste Version von Python ist jetzt Python 3. Es gibt eigentlich, ich mache mal hier auch wieder mal ein bisschen mehr Platz. So, das heißt, hier bei Python hat man dann eigentlich die neueste Version bei Python ist, schreibe es mal hier gerade, so, Python. Man hat die 3, ich schreibe mal 3.x, weil beim x ändert sich jetzt, ich glaube jetzt sind wir bei 3.5.1, aber das kann sich immer ändern. Es gibt eine ältere Version, die 2.x, ich glaube, der Stand ist jetzt bei 2.7 etwas. Die zwei Versionen sind jetzt aktuell. Eigentlich, wenn Sie mit Python starten, würde ich die 3er Version nehmen. Es gibt die, bei der, die Sache ist so, die 3, die Version 3 hat viele Änderungen gemacht, die nicht zu 2 kompatibel sind und viele ältere Programme oder so Bibliotheken sind noch auf der 2 basiert, weil die auf 3 umzuschreiben ist ein größerer Aufwand. Manche sind schon umgeschrieben auf 3, aber manche sind immer noch bei 2. Deswegen sieht man bei Python diese zwei Versionen immer
Aktuell, aber wenn sie mit Python starten, würde ich gleich mit der 3 starten, weil es hat keinen Sinn, mit der 2er zu starten. Außer man muss alter Code pflegen. In dieser Serie werde ich auch auf der 3 mich konzentrieren. Allerdings, falls es Änderungen gibt zwischen 3 und 2, werde ich diese Änderung erwähnen, aber meine ganze Arbeit wird in der 3 sein. Also, wenn ich was zeige und so, werde ich in der 3 sein. Jetzt, wie kann ich mit Python anfangen? Also, das erste ist, man geht zu python.org. Und bei python.org hat man hier Downloads und man sieht hier, man kann jetzt entweder die 3.5.1 wählen, also das würde ich empfehlen, wenn Sie jetzt mit Python starten, und man kann die 2.7.11 runterladen, wenn man jetzt zum Beispiel älterer Code pflegen muss. Sobald man das runterlädt, kann man dann das installieren, und so hat man jetzt den Python Interpreter bei sich und auch eine Möglichkeit, Python-Code zu schreiben, zeige ich sofort. Sobald man Python installiert hat, da gibt es eine Datei, die heißt Python Idle. Also Idle schreibt man I-D-L-E. Und wenn man die startet, hat man dann diese Python-Umgebung. Ich habe jetzt hier, wie man sieht, 3.5.1. Und so ist man in diesem Interactive Mode von Python. Okay? Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel jetzt ein Programm schreiben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage 1, ganz einfach, plus 1. Wenn ich jetzt Return mache, kommt dann das Resultat 2. Ja, das ist der interaktive Modus von Python. Was anderes auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich kann jetzt drucken, Print, und dann Klammer auf, zum Beispiel, hallo, so. Und dann, wenn das jetzt Return ist, steht da Hallo. Ja, zum Beispiel, das sind so Beispiele. Und so werden wir jetzt am Anfang kleine Stücke in Python schreiben. Und dann werden wir größere Programme schreiben. Jetzt, wenn man größere Programme schreibt, ist das dieser Interactive Mode nicht sehr hilfreich. Dann könnte man entweder hier in dem Idle, hat man hier unter File, New File. Und dann kann man hier, ich tue es mal hier bringen, dann kann man hier jetzt richtiger Code schreiben. Und dann den, ich glaube mit der Taste F5, wenn man hier bei Run geht, Run Module, genau, F5 oder die Taste F5, kann man dann diesen Code schreiben. Ja, ich könnte dann hier längerer Code schreiben und dann den laufen lassen, während hier in dem interaktiven Fenster probiert man gewisse Sachen aus, und dann kann man mit Return kann man schauen, ob die dann funktionieren. Ja, ich habe jetzt hier die 3.5.1, und das ist über Idle. Also das ist die Datei Idle. Wenn man Python installiert, dann ist ein Programm darunter, das heißt Idle. Wenn man das anklickt, startet das Programm. Okay? Bei der Version 2.7 ist genau ähnlich, nur da steht halt hier 2.7. Also überhaupt kein Unterschied. Jetzt für andere Leute, die jetzt umfangreichere Entwicklungsumgebung wollen oder haben, es gibt zwei Alternativen zu dem Idle und die kostenlos sind. Eins ist das Visual Studio, ja, von Microsoft. Ich zeige gerade die Webseite. Da ist jetzt Visual Studio. Man kann natürlich die Version kaufen, aber es gibt auch eine ziemlich leistungsfähige Community Edition, die kann man runterladen, und da ist darunter, man kann damit auch Visual Basic entwickeln, C, C++, aber auch Python. Und das ist eine sehr umfangreiche und professionelle Umgebung. Und eine andere Entwicklerumgebung, die heißt PyCharm, zeige ich gleich die Website. Da ist jetzt PyCharm, und hier auch wieder kann man kostenlos diese IDE, also Integrated Development Environment, also quasi Entwicklungsumgebung, kann man hier auch runterladen, kostet auch nichts, PyCharm. Ich werde die Links von Visual Studio, entweder kann man sich hier die lesen, PyCharm ist jetbrains.com/PyCharm, und bei Visual Studio ist es visualstudio.com, ein Wort ohne Bindestrich und so. Ja? Ich werde die Links sowieso in der Beschreibung vom Video unten setzen, und dann kann man dann die Entwicklungsumgebung schreiben. Aber ich denke, für den Anfang, der Idle mehr als ausreichen. Und dann kann man, wenn man jetzt komplexe Programme schreiben will, kann man dann auf diese Entwicklungsumgebung gehen. Oder man geht gleich auf die Entwicklungsumgebung.
Ich werde vielleicht in dem ersten Video, werde ich auch dann, in dem nächsten Video werde ich dann auch zeigen, wie man da in diese Entwicklungsumgebung den Code macht. Ich werde es in dem Python hier, in dem Interactive Mode erst machen. Dann werde ich auch zeigen, wie es im Visual Studio und in dem PyCharm funktioniert. Und danach werde ich mich auf eine dieser Programme konzentrieren, je nachdem, wie der Code ist. Jetzt komme ich zur letzten Frage. Warum überhaupt Python? Erstens, Python ist sehr einfach zu lernen. Zweitens, Python ist sehr leistungsfähig. Also das heißt, wenn, also ich persönlich benutze Python viel um Prototypen zu erstellen. Also nehmen wir an, ich habe jetzt ein komplexes Programm. Ich will es nicht gleich in C erstellen, weil das dauert mir immer zu lang, dieses Compiling und so weiter. Und da kann ich in Python kann ich etwas erstellen, ganz schnell, schauen, ob es funktioniert. Ich kann es auch in Python optimieren. Und dann kann ich das dann, wenn es dann läuft und ich weiß, da kommen nicht mehr viele Änderungen, dann kann ich diesen Python-Code auf C umprogrammieren oder ich lasse es einfach in Python, wenn die Leistung von Python ausreichend ist. Und wenn ich unbedingt das schneller haben will, okay, dann programmiere ich in C. Also Python ist sehr leistungsfähig, sehr leicht zu lernen. Es kann zu also sehr vielfältig, also man kann es fast für jeden Zweck verwenden. Das ist kostenlos, ist auch Open Source. Das heißt, es wird von der ganzen Entwicklergemeinde, von einer großen Entwicklergemeinde weiterentwickelt. Und wie gesagt, also in viele Unis ist Python für Informatiker die erste Programmiersprache heutzutage. Und es ist einfach eine einfache und sehr leistungsfähige Sprache, vis-à-vis jetzt andere Sprachen wie zum Beispiel Java. Da ist Python schon wesentlich einfacher und sehr leistungsfähig. Es gibt dann, wir werden dann sehen, viele sogenannte Module oder Packages, die man in Python integrieren kann. Und da kann man mit Python schon viel, viel machen, was viel mehr als jetzt in andere Programme. Jetzt im nächsten Video werden wir dann mit der Entwicklung von kleinen Programmen starten. Und wir fangen dann mit ein sehr wichtiges Thema, nämlich Variablen.